Und damit willkommen nach diesem wunderbaren Wochenende. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ein schönes Wochenende. Meins war relativ gut. Also, denke ich mal. Ich nehme das hier gerade direkt nach dem letzten Part auf. Und ja, wie ihr es im Titel schon gelesen habt, heute machen wir uns an die Gift-Pokémon. Ziemlich interessant. Ich glaube, bei Gift weiß man nicht unbedingt sofort, was da Platz 1 sein könnte. Aber ohne große Umschweife gehen wir gleich mal zu Platz Nummer 5 mit 56 Stimmen, was 6,4% entspricht, aus der vierten Generation Pion Draghi. Ich denke, viele von uns denken da gleich, wenn wir einfach sagen, okay, Pion Draghi, Unlicht, Gift. Pion Scora war Käfergift. Ich hätte es schon gern gehabt, so ein Käfer-Unlicht-Pokémon wäre halt schon ziemlich cool gewesen. Aber Pion Draghi hat den Gift-Typen behalten und den Käfer-Typen verloren, was ich schade finde, weil Käfer ist mein Lieblingstyp. Aber trotzdem, Pion Draghi, Platz Nummer 5, ziemlich cooles Pokémon. Ich spiele es im CP auch relativ gerne. Ist ganz praktisch mit Abschlag oder Giftspitzen oder sowas. Und ja, Pion Draghi ist auf Platz Nummer 5. Dann Platz Nummer 4 mit 77 Stimmen, 8,7% aller Stimmen, ging an das Gift-Pokémon aus Generation 6, Tandrak. Tandrak, das Gegenstück quasi zu Wummer, Drache, Gift, ziemlich coole Typenkombination. Tandrak auch mit Anpassung, kann es auch nicht reinhauen, ihm fehlt leider nur ein bisschen der Speed, dafür hat es den Bulk. Ich persönlich mag Tandrak, ich mag aber Wummer mehr. Wummer ist mit in den Top 2 meiner Lieblings-Pokémon aus Generation 6 mit Uhafnir. Und muss man aber trotzdem sagen, Tandrak einfach ein ziemlich cooles Pokémon, so mit einem Draco-Anpassung, Choice-Backs, das tut definitiv weh. Dann Platz Nummer 3 mit 105 Stimmen, was 11,9% entspricht. Gehen wir wieder zurück in die vierte Generation und das ist, glaube ich, so das Gegenstück zu Pion Draghi, und zwar Toxicroak. Toxicroak, der Kampf-Gift-Frosch. Juju, ziemlich cooles Mon, muss ich sagen. Ich spiel's gar nicht mal so oft, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde es aber definitiv noch ein paar Mal mit einpacken. Weil ich finde, Toxicroak ist so ein Mon, es hat ein richtig gutes Design. Die Vorentwicklung Klebunkel war ja auch im Anime ziemlich, ja, wie soll man sagen, dominant Rocko gegenüber. Und ja, damit holt sich Toxicroak die Bronzemedaille. Und damit gehen wir weiter zur Silbermedaille. Mit 205 Stimmen, tatsächlich, der zweite Platz hat schon über 200 Stimmen. Mit 23,3% aus Generation 2 X-Bud. X-Bud, unfassbar cooles Pokémon. Ich weiß gerade übrigens gar nicht mal, was mein Gift-Pick war. Ich glaube, es war sogar X-Bud, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, es war X-Bud. Ich glaube wirklich, es war X-Bud. So. Unfassbar cooles Pokémon. Draußen gehen schon die LKWs ab. Es ist so laut hier. Ja, was soll man sagen? X-Bud, unfassbar schnell. Haut nicht so krass rein. Also man muss im Prinzip schon eigentlich ein Damage-boostendes Item draufpacken, damit es wirklich gut Schaden macht. Oder man macht es ganz klassisch mit dem Giftschleim. Aber trotzdem, der Speed von X-Bud ist ziemlich krass. Und unfassbar variabel. Spielst es offensiv, physisch. Du kannst auch speziell mit Ränkeschmied. Es geht auch defensiv. Es kann Hazards removen. Es ist unfassbar variabel. Und deswegen auch ein verdienter Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 1 mit 235 Stimmen, was 26,7% entspricht. Und Fun Fact, Platz 1 und Platz 2 haben zusammen 50% erreicht. Das heißt, die haben zusammen die Hälfte aller Stimmen. Mit, halt habe ich ja schon gesagt, 235 Stimmen, 26,7%. Ein Pokémon mit einem unfassbar krassen Movepool. Klassisch, rohe Gewalt, Lifehop, und ihr wisst jetzt alle schon, dass es Nidoking ist. Generation 1, ich muss nicht großartig was sagen. Wenig Leute mögen die Pokémon aus Gen 1, ne, ich sag extra die Pokémon aus Gen 1. Nidoking auch, ein, nennen wir es mal, brachiales Pokémon. Es hat eine richtige Fähigkeit, rohe Gewalt, Lifehop, es haut unfassbar rein. Es hat ein ultra cooles Design. Man bekommt ultra früh, schon vorm zweiten Orden. Man kann es schon im Mondberg bekommen. Und es ist einfach, ja, es ist Nidoking. Es ist unfassbar variabel im Sinne von Attacken-Movepool. Generell Gen 1 Mons haben ja einen unfassbaren Movepool. Deswegen, Goldmedaille geht an Nidoking. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von den Gift-Pokémon. Ihr könnt unten euren Pick in die Kommentare reinschreiben. Meiner war, wie gesagt, X-Bud, soviel ich mich richtig entsinne. Ich glaube, es müsste wirklich X-Bud gewesen sein. Und wir sehen uns dann spätestens am nächsten Freitag zum nächsten Typen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start in die Woche. Genießt so gut es geht die Schulzeit oder die Arbeitszeit. Und dann würde ich sagen, sieht man sich. Bis dann. Ciao.